Ja, ich möchte Sie, ich möchte euch ganz herzlich zu diesem Vortrag begrüßen und schon eine Warnung am Anfang aussprechen, weil ich habe einiges vor. Ich möchte mit Ihnen, ich möchte mit euch eine 5000-Jahres-Reise unternehmen, um aus dieser Weite zu verstehen, was heute mit unserer Seele es auf sich hat. Und ich hoffe, dass dabei auch ein Gefühl entsteht, was mich vor ein paar Jahren erleichtert hat, möchte ich mal sagen, oder aus einer Melancholie rausgeholt hatte. Ich hatte diese melancholische Stimmung, ach, irgendwie ist kein Wumm mehr in der Anthroposophie. Das ist alles so ein bisschen müde, so ein bisschen bürgerlich, gesetzt. Wo ist das alte Feuer? Wir hatten mal eine Tagung zum Beispiel in Hamburg, die hieß Aufbruch. Also wo ist der Aufbruch? Wo ist die Begeisterung geblieben? Und als dann noch jemand in einer Veranstaltung, wo ein Redner ein bisschen leise gesprochen hatte, sagte, ja, ja, wie überall, die nachlassenden Ätherkräfte. Dann war das gerade noch in diese Richtung. Also wie ist das mit der Begeisterung? Die scheint weg zu sein. Haben wir die verloren? Und die Befreiung kam dann auf mich, möchte ich sagen. Und die möchte ich am Anfang mit Ihnen teilen. Und Ziel ist diese 9 Felder da. Man könnte es die Mathematik der Seele nennen, die Arithmetik der Seele oder besser die Topographie oder die Tempographie, weil wir in die Zeiten schauen, der Seele. Da möchte ich 9 Felder füllen. Da kann man schon rechnen, wie viel Zeit ich mir für jedes Feld nehmen darf. Und ich möchte beginnen mit eben einer Entdeckung, die uns jetzt 5000 Jahre zurückführt. Und ich erlaube mir, ein negatives Beispiel zu nehmen. Das ist halt drastischer meistens als das Positive. Aber wir könnten es auch wenden, um zu zeigen, ja, wie ist es denn mit der Seele bestellt? Und da gehe ich zurück in das Jahr 2100 vor Christus, als der Arzt Ipuwer in einer Zeit, als in Ägypten alles drunter und drüber ging, seine Seele freien Lauf lässt und einfach niederschreibt, was er so fühlt. Wie wir das manchmal vielleicht auch machen. Und da sagt er das Folgende. Ich lese aus dieser langen Litanei, die er da aufgeschrieben hat, nur ein paar Bruchstücke, aber dass wir den Geschmack kriegen. Wahrlich, die Gesichter sind bleich. Der Mann sieht seinen Sohn als Feind. Verbrechen ist überall. Wahrlich, die Krokodile sind satt von ihrem Fang. Wahrlich, die Wüste ist ausgebreitet und hat der Weise gesprochen, schon ist er auf der Flucht. Die Herzen sind gewalttätig. Die Menschen sehen aus wie Trauervögel. Die Welt dreht sich wie eine Töpferscheibe. Die Bäume sind zerstört. Der Terror tötet. Alliteration. Oh, gäbe es ein Ende mit uns Menschen. Kein Empfangen, keine Geburt mehr. Uns rufen die Kinder zu. Ach, hättet ihr uns nie geboren. Dann wären wir endlich frei von Lärm, frei von Streit. Also, das sind schon heftige Worte. Und das geht jetzt, das ist ein kleiner Ausschnitt, eine ganze lange Litanei dieser Klage. Die Klage des Ipuwer, so heißt dieser ägyptische Arzt. Ja, was ist das für eine Seelenstimmung? Da sieht man die Not draußen und man gibt die Not 1:1 wieder. Die Seele reflektiert gerade das, was sie aufnimmt, direkt. Und das führt mich zu einer Behauptung. Immer dann, wenn wir empört sind, so wie hier Ipuwer, oder wenn wir begeistert sind über etwas, sind wir in ägyptischer Verfassung. Wir sind gern begeistert, aber modern ist das nicht. Wir sind auch immer wieder gern empört. Modern ist es nicht. Das ist die Seele und für Kenner der Theosophie kann man sagen, es ist die Empfindungsseele, wie Rudolf Steiner sie nennt. Wenn wir hier sagen Ägypten, und da meine ich all diese Zeit der
3000 vor Christus bis 500 vor Christus, in anderen Orten der Welt später. Ägypten als Stellvertreter dieser Zeit und ich nehme in der Mitte das Fühlen. Und wir können sagen, in Ägypten heißt das in Gefühlen leben. Und Begeisterung und Empörung sind die Pole. In Gefühlen leben. Und weil das so Spaß macht, haben wir die Medien, da können wir noch mal so ein bisschen ägyptisch sein. In Gefühlen leben. Der Sonnenaufgang und wir jubeln ägyptisch. Jemand sagt ein falsches Wort, wir sind empört ägyptisch. Die Seele, die unmittelbar reflektiert, das ist Ägypten. Das ist die Empfindungsseele, wo wir so zwischen innen und außen es eigentlich keine Grenze gibt. Es ist eins zu eins. Ja, und dann schreitet die Zeit weiter. Und ich gehe ja jetzt mit Ihnen, mit euch in 7 Meilenstiefeln, kann man sagen, durch die Jahrhunderte. Oder wir können sagen, wir malen die Geschichte mit einem unglaublich breiten Quast. Ich weiß also sehr wohl, da gibt es viel Widersprüche und andere Gesichtspunkte, die übersehe ich jetzt ganz bewusst. Und gehe in eine völlig andere Zeit, wo jetzt das Gefühl ganz anders sich darstellt. Griechenland. Wie ist es da mit dem Gefühl? Ist die Geburt von Wissenschaft, von Kunst, Epidaurus, dieser Ort der Heilkunst, wo es im, oder man kann sagen, das erste gewaltige Krankenhaus der Welt mit 2.000-3.000 Menschen, die am Eingang warteten in Zelten, am Eingang über dem Tempel ein Schild, eintrete nur wer rein ist, rein aber ist, wer Heiliges denkt. Oder ich nehme einen anderen Ort Griechenlands, Delphi, wo über dem Tempel stand, Mäden Agan, alles mit Maß. Finde die Mitte, finde die Mitte. Das ist, was Griechenland ruft. Das heißt, für unser Gefühl, und da ist die Kunst dann der Lehrmeister, die Lehrmeisterin, das heißt, finde die Mitte, kultiviere deine Gefühle. Kultiviere deine Gefühle. Das ist Griechenland. In 1000 Geschichten, die uns erzählt werden, wo es darum geht, das Gefühl zu kultivieren. Nicht mehr im Gefühl zu leben, sondern das Gefühl zu kultivieren. Und ich erinnere mich noch an meine Schulzeit im Lateinunterricht, diese wunderbare Geschichte, jetzt Rom, da wird das ja noch stärker, dieses Kultivieren, dieses fast Zwingen des Gefühls. Da ist der Cäsar, der ganz Gallien erobert hat, der jetzt mit seiner Armee wieder nach Rom kommt. Die Soldaten müssen draußen bleiben vor der Stadt. Er selbst in einem gewaltig geschmückten Streitwagen fährt in die Stadt ein. 6, 8 Rösser von den Häusern, 3, 4-stöckig, fliegt es Konfetti runter. Das war aber so Stoffkonfetti, Posaunen, Jubel. Und er ist auf dem Streitwagen, er grüßt die Götter, fühlt sich als ein Gott. Und dann steht da hinter ihm ein einfacher Soldat mit auf dem Streitwagen, hat die Hand so zu seinem Ohr und ruft ihm ins Ohr herein, Memento mori, Memento mori. Bedenke, auch du bist sterblich. Oder, verzeihen Sie so neudeutsch, cool down. Also die Gefühle kultivieren. Und dann ist in der römischen Zeit, 24. August 79 nach Christus, der Vesuv ausgebrochen und hat innerhalb von Minuten, kann man fast sagen, die Stadt unter eine 7, 8 Meter tiefe Ascheschicht begraben. Und als Pompeji jetzt ausgegraben wurde, fand man vor einer
Patriziervilla einen Soldaten. Einer der Archäologen hatte ein System entwickelt, wie man dann solche Menschen, die da in Asche konserviert wurden, restaurieren konnte durch Gips. Und die Gipsfigur zeigte dann einen Soldaten noch mit der Lanze in der Hand. Der stand da, wahrscheinlich haben die Besitzer der Villa noch versucht, zum Strand zu kommen und gesagt, du achtest hier drauf, dass nichts verloren geht aus der Villa. Und der stand da mit pochendem Herzen, mit unermesslicher Angst, mit diesem Schwefelgestank von dem Vesuv, und die Lava oder die Asche stieg und er ist so erstickt. In dieser, ja, ich möchte sagen, entmenschlichten Standhaftigkeit. Das ist nicht mehr Beherrschen der Gefühle, das ist Vergewaltigen der Gefühle. Da kippt das über in der Stoa dann, der Philosophie dieser Zeit dann auch. Gefühle kultivieren, Gefühle veredeln, Gefühle beherrschen. Das ist griechisch, römisch. Haben wir das Gefühl, das müssen wir heute auch immer wieder, dass wir sagen, jetzt musst du dich beherrschen, jetzt übst du das mal. Und wie gesagt, ja, natürlich ist das wichtig. Wir sind da alle so, ich möchte sagen, eine russische Matruschka. Das ist noch in uns, in Gefühlen zu leben, Gefühle zu kultivieren. Aber es ist nicht der Ort, wo wir Zeitgenosse sind. Und Zeitgenosse sind wir in einer anderen Sphäre. Und dazu habe ich ein Bild mitgebracht, das wir jetzt bitte kurz anschauen, von Jasminka Bogdanovic, einer Malerin aus Dornach, aus Basel. Dieses Bild war in einer Ausstellung und da war sie dabei als Malerin. Und dann sagte jemand beim Blick auf dieses Bild, Frau Bogdanovic, das Bild sagt mir nichts. Und ich werde nicht vergessen, die Gebärde von Frau Bogdanovic, sie legte ihr Ohr zu einem Bild und sagte, mir auch nicht. Aber was wollen Sie dem Bild sagen? Die moderne Kunst, die jetzt mit einem ganz anderen Gefühlsleben rechnet, die uns, man kann sagen, ins 21. Jahrhundert katapultiert, indem sie nichts mehr meint, nicht mehr uns mit Gefühlen beschenkt, sondern fragt, ja, was fragt sie? Was fragen die modernen Maler und Malerinnen, Dichter und Dichterinnen? Welche Gefühle bist du bereit, in deiner Seele hervorzubringen? Es wäre etwas, einen eigenen Workshop, jetzt in zeitgenössische Kunst hineinzugehen. Die moderne Kunst, die jetzt uns aufruft, neue Gefühle hervorzubringen. Mit einer Studienreisegruppe war ich in Südamerika in den Anden. Vielleicht habe ich das mal hier früher erzählt. Und da ist ein besonderer Moment, wenn man in der Atacama-Wüste ist und man hat die 5000er vor sich. Und im Osten hat man die Sonne im Rücken, die geht gerade auf und die strahlt diese 5000er an. Und darunter, sodass die im tiefen Rot erscheinen. Und darunter das Dämmerlicht im Dunst blau. Das ist so gewaltig. Und dann sagte jemand neben mir, Mensch, gut gemacht. Gut gemacht. Und das war, so möchte ich einen sagen, der Schrei unserer Seele. Da greift die Natur zu ihrem größten Register. Und wir sagen, gut gemacht. Nicht mal das berührt uns. Die Welt ist so fern. Das ist die moderne Seelenstruktur, dass die Welt gar nicht mehr spricht. Und Rudolf Steiner, diesen Spruch von ihm, ich habe ihn jahrelang zitiert, ich habe ihn aber nicht ernst genommen. Sterne sprachen einst zu Menschen. Ihr Verstummen ist Weltenschicksal. Und damit sind ja nicht nur die Sterne gemeint. Mit diesem Verstummen
ist die ganze Natur gemeint? Ist das Lachen eines Kindes gemeint? Ist das Vogelgezwitscher gemeint? Die Welt ist stumm geworden für die Seele. Und dann heißt es weiter bei Rudolf Steiner, des Verstummens Wahrnehmung kann Leid sein dem Erdenmenschen. Also wie der Ipuwer vor 5000 Jahren, der klagt natürlich lauter. Aber fühlen wir diesen Schmerz, dass die Welt uns entzogen ist, nicht mehr im Gefühl unmittelbar resoniert, wie so ein Musikinstrument. Und ich denke manchmal, hier wird ja auch Eurythmie gemacht und überall. Und dann heißt es, jetzt fühl mal das A. Und ich möchte rufen, nein, ich fühle nichts. Und dann geht es weiter bei Rudolf Steiner. In der stummen Stille aber reift. Also ein Deutschlehrer, eine Deutschlehrerin würde sowas anstreichen. Stumme Stille. Aber das ist, um es so deutlich zu sagen, es ist diese Wüste des Gefühlslebens, diese Ödnis, aus der jetzt das Neue wächst. So wie Jasminka Bogdanovic da den Besucher der Ausstellung fragte, was willst du dem Bild sagen? Kannst du in diese Stille meines Bildes treten, um dort zu beginnen, dich neu zu artikulieren? Und ich glaube, es ist natürlich, nein, ich glaube nicht, ich denke, wir können sicher sagen, es ist kein Zufall, dass die Weltreligionen in der Wüste ihren Anfang genommen haben. Der Islam, das Christentum, der Buddhismus. Um uns in diese Leere zu führen, um zu sagen, dort ist das neue Gefühl. Das ist modern. Gefühle, ja, jetzt können wir sagen, Gefühle schaffen. Gefühle schöpfen, Gefühle, so viele Worte dafür. Gefühle hervorbringen. Ich schreibe mal schöpfen. Und es gibt ja so viele Analysen, die dann sagen, ja, Depression ist die Krankheit, die wir eigentlich alle haben. Das Gefühl der Gefühlslosigkeit. Und vielleicht dürften wir es aber jetzt nicht Krankheit nennen, sondern müssten sagen, das ist diese Wüste, von der die Religionen erzählen, von der Rudolf Steiner erzählt, wenn er sagt, in der stummen Stille reift, nicht in der Überfülle. Und ich werde nicht vergessen, wir hatten am Goetheanum einmal den ehemaligen Schauspieldirektor des Nachbarkantons zu Besuch, Hans Ammann, und er war bei den Mysteriendramen dabei. Und dann sagte er, ja wisst ihr, dass ihr sowas habt, dass selbst in der Pause noch so viele mit dem Textbuch durch die Gänge laufen, das gibt's nicht mal in Bayreuth. Aber was ich vermisse, ist die Stille. Was ich vermisse, ist die Stille. Diese Leere, von der Rudolf Steiner spricht, in der stummen Stille reift, wo also neue Gefühle entstehen. So dass wir hier, und jetzt wieder in der theosophischen Terminologie, in Rudolf Steiners Theosophie, das Gefühl der Empfindungsseele, in der wir leben, die Verstandesseele, die kultiviert, Griechenland, Rom, und heute die Frage oder morgen die Frage, neue Gefühle hervorbringen. Ja, und wir gehen weiter. Wir gehen weiter und kommen vielleicht zum Willen. Denn mein Ziel ist jetzt, mit Ihnen, mit euch, hier dann in diese Gegenwart zu kommen und dann das eigentlich in ein Wort zu fassen, gemeinsam. Der Wille jetzt, ägyptisch, griechisch und modern. Ja, da sieht man ja, wie es gewaltiger nicht sein könnte. Wer in südlich von Kairo vor den drei Pyramiden steht oder dann noch weiter südlich Saqqara, Knickpyramide oder die anderen, und sich deutlich macht, das ist nicht durch Sklaverei gebaut worden.
sondern es war das Wort des Königs, später des sogenannten Pharaos, der den Winkel gab, der den Ort gab, und dann gingen die Menschen fort von ihrer Familie, fort aus ihrem Stammeszugehörigkeit und 10 Jahre in den Dienst zum Bau der Pyramide. Wie kann man noch deutlicher es zum Bild werden lassen, wie der Wille im alten Ägypten ist? Höheren Willen folgen. Der Wille folgt höherem Willen. Und auf mancher meiner Studienreisen sagen dann Einzelne, ja, wissen Sie, Herr Held, ich würde ja nie eine Gruppenreise machen. Aber jetzt mache ich das mal, ich will mal 2 Wochen nichts entscheiden müssen. Das ist auch mal schön, fortwährend anderem Willen folgen zu können. Und wo wir das tun, sind wir wieder in ägyptischer Verfassung. Anderem Willen uns unterstellen. Und auch hier bitte ich um Verzeihung, dass wir direkt weiter eilen, möchte ich sagen, um hier das ganze Feld zu füllen. Und ich erlaube mir jetzt auch eine drastische Schilderung zu geben, wenn wir nach Griechenland kommen, Rom, Griechenland, und dort den Willen anschauen. Da ist der Liebling der Götter, der sich sagt, ich möchte wissen, ob die Götter allwissend sind, ob sie wirklich alles wissen. Das fragt sich dieser Tantalos, dieser Lieblingssohn oder kann man sagen von Zeus. Sind die Götter allmächtig? Und um das herauszufinden, allwissend, ersinnt er sich eine Tat, von der er sagt, die ist so ungöttlich, so schrecklich, dass kein Gott auf die Idee kommen könnte, dass ich das tue. Und deshalb will ich mit dieser Tat die Götter prüfen. Und dann lädt er die Götter zu Tisch. Das kann ja nur der, der mit den Göttern eben zu speisen gewohnt ist. Er lädt die Götter ein. Und er ist in der Küche mit einem großen Suppentopf und rührt die Suppe. Und da kommt sein Sohn herein, Pelops. Und in dem Moment, wo der Sohn auch in die Suppe schaut, nimmt er den Sohn und wirft ihn in die Suppe, zerschneidet ihn in Stücke und kocht ihn in dieser Suppe. Und diese furchtbare Suppe gibt er jetzt den Göttern zum Mahle. Und Zeus ist derjenige, der es sofort entdeckt und die Suppe wegschmeißt. Aber zuvor kommt noch Demeter, die aufgrund einer anderen Geschichte etwas sich verspätet. Und sie probiert von dieser Suppe. Sodass, aber ich gehe jetzt in den Mythos nicht ganz herein, als später wieder Hermes diesen Pelops zusammenbauen will und muss, ein kleines Stück fehlt an der Schulter. Ja, was ist das? Man kann über diese Geschichte viel nachdenken. Das tue ich jetzt nicht, sondern gehe allein dieser Frage nach, was ist das für ein Bild des Willens? Und bitte nochmal um Verzeihung, dass ich diese drastische Schilderung genommen habe. Was ist das für ein Bild des Willens? Da will jemand etwas wissen, und dann folgt der Willen ohne Kompromiss dieser Idee. Ich will wissen, sind die Götter allmächtig, also werde ich jetzt handeln und koste es, was es wolle. Der Wille folgt dem Gedanken. Der Wille folgt dem Gedanken. Das ist griechisch. Oder der Idee, kann ich auch sagen. Dann reicht der Platz hier. Sodass, wenn wir unsere Kinder oder Enkel fragen, sag mal, was willst du denn werden?
dann darf uns nicht wundern, wenn sich der Feind die Nase verzieht, denn das ist eine griechische Frage. Das ist die Frage, welche Idee hast du für deine Zukunft? Gibt es da eine Zukunft? Ich male jetzt das so ein Bild einer Blume, sowas, wo es dich hinzieht. Wie sieht diese Blume bei dir aus? Diese Frage ist griechisch. Und in Griechenland hat sie ja dramatische Folgen. Denn wenn ich eine Idee fasse und der folge, setze ich mich außerhalb des Zusammenhangs. Ich verliere den Zusammenhang. Ich verliere den Zusammenhang mit den Göttern. Weshalb alle Geschichten Griechenlands immer mit Schuld zu tun haben. Am dramatischsten in der eben erzählten Geschichte. Alle griechische Geschichten haben mit Schuld zu tun. So wie alle modernen Geschichten mit Angst zu tun haben. Aber die griechischen Geschichten immer mit Schuld, weil man verlässt den göttlichen Kontext, um diese Idee, die man hat, zu erfüllen. Das ist griechisch. Das ist griechisch. Und wenn schon die Römer sagten, Tempus fugit, die Zeit rennt, dann muss man hier ja sagen, ja hoffentlich, denn je schneller die Zeit läuft, desto schneller bin ich bei meinem Ziel. Das ist klar, das beschleunigt die Zeit. Als Kind, wenn man Anfang Dezember Weihnachten erwartet und denkt, ja hoffentlich geht das immer schneller mit den Adventen, dass endlich Weihnachten ist. Also der Wille folgt einer Idee. Tja, und wie geht das uns so heute? Haben wir so klare Vorstellungen? Wenn wir jetzt die Runde machen würden, was soll so in den nächsten 3 Jahren geschehen? Könnten wir uns darüber austauschen? Wie sind genau die Perspektiven? Ich vermute, da würden wir alle so ein bisschen stumm werden. Und ich muss sagen, hoffentlich. Hoffentlich. Denn wie ist das heute mit dem Willen beschaffen? Wer das sehr eindrucksvoll beschreibt, ist der Philosoph Han, der koreanische Philosoph Han, in dem Buch Vom Duft der Zeit. Da sagt er, wir könnten jetzt dazu mal ein Experiment machen, wir könnten jetzt hier alle so die Frage stellen, können wir mal die letzte Woche gemeinsam zu einer Geschichte fassen, dass jeder seine Geschichte erzählt der letzten Wochen. Und dann macht man die Erfahrung, das geht gar nicht so leicht, sondern weil das Leben nicht mehr diese griechische Struktur hat eines Zeitpfeils, jüdisch-griechisch müsste ich sagen, sondern heute vielmehr so ist, dass da so Lebensmomente sind, die gar nicht so eindeutig in eine Linie zu fassen sind. Weshalb der Philosoph Han sagt, die Zeit rennt nicht mehr, sie schwirrt, wie so Blätter im Herbst. Dadurch gibt es gar nicht mehr so ein eindeutiges Ziel. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute, wenn es kein Ziel mehr gibt, dann feiern wir die Auferstehung der Gegenwart. Denn je klarer das Ziel ist, desto doller sind meine Scheuklappen in der Gegenwart. Also je genauer ihr jetzt wisst, was ihr nach diesem Vortrag machen wollt, desto schwieriger wäre es, jetzt meinen Worten zu folgen. Weil die sind ja im Weg vor dem, was ich danach machen will. Und wenn jetzt aber wir gar nicht mehr heute so von klaren Zielen sprechen können, in einer so komplexen Welt, wird die Gegenwart interessanter, weil ich erst aus der Gegenwart verstehe, was mein Ziel werden kann. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt, in der weltweiten Art des Geschichtenerzählens, in der Weltdramaturgie, möchte ich sagen, die sich natürlich heutzutage vor allem im Medium von Fernsehen und Computer abspielt, hat sich ja eine dramatische Veränderung ereignet.
Wir erzählen heute nicht mehr Geschichten so, mit dieser klassischen aristotelischen Gliederung von Anfang, Mitte und Ende, wo man im Spielfilm weiß, das weiß der Produzent, in der 14., 15. Minute geschieht die Wende, da muss dann jemand die Welt retten oder jemand befreien oder so, sondern wie sind die Geschichten heute? Die sind nicht mehr eine Linie, sondern ein Feld, ein Schicksalsfeld, nicht mehr die Linie, nicht mehr der Weg eines Einzelnen, sondern ein Netz von Beziehungen, wo dann Jugendliche oder auch hier Anwesende an einem Wochenende fast meditativ eintauchen in solch eine Serienlandschaft und die Zeit vergessen. Das ist eine neue Form des Erzählens in einer Ebene, wo es nicht mehr ein Ziel so gibt. Oder ich kann anders fragen, wie bildet sich hier der Wille? Nicht mehr durch eine Idee, die ihm die Richtung gibt, sondern, Wolfgang Schad hat es mal so formuliert, das Drama des 20. Jahrhunderts war Faust, das des 21. Jahrhunderts Wilhelm Meister. Und wer Wilhelm Meister liest von Goethe, ist immer ein bisschen langweiliger als Faust, weil es immer Konstellation ist, immer Gespräch einer Gruppe. Und so möchte ich hier unten schreiben, wie habe ich es mir notiert, im Dialog von Denken, Fühlen und Wollen, von Wahrnehmen, Entscheiden und Sehen bildet sich der Wille. Immer aus einem Dialog, aus einem inneren Gespräch, nicht aus einem gesetzten Ziel. Also vielleicht schreibe ich es einfach so, aus innerem Dialog mit der Gegenwart, innerem Dialog, wächst der Wille, wächst Wille, ganz kurz. Deshalb sind viele Institutionen fortwährend mit Leitbildfragen beschäftigt, um immer wieder neu das einen neuen Kompass dafür zu bilden. Der Wille, der im Gespräch von Gegenwartserfahrung und inneren Motiven wächst. Denn hier gibt es im Deutschen diesen furchtbar zerstörerischen Satz, den wir kennen, der in seiner ganzen Destruktivität dann zeigt, wenn wir sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Der Zweck heiligt die Mittel. Wir könnten auch sagen, hier wird der Wille weiblich. Das ist der männliche Wille. Hier wird er weiblich. Und ich könnte jetzt hier das Bild noch zeigen von Botticelli, Venus und Mars, und wer es kennt. Da sieht man Mars liegend, so tief schlafend, dass er gar nicht merkt, dass einige so kleine Elementarwesen seine Rüstung sich schnappen. Ein Elementarwesen trötet ihm ins Ohr, das merkt er auch nicht. Und während er so gelassen schläft, ist Venus ganz aufrecht wach. Und man merkt, alle Willenskraft ist bei ihr. Der Wille, der aus dem Gespräch von Fühlen und Denken erwächst, jeden Moment neu. Der Wille der Bewusstseinsseele. Deshalb hat der hat nicht so den Wumm, weil der fortwährend aus einer fragenden Haltung heraus wächst. Ja, und wenn ich euch noch strapazieren darf, erstmal schreibe ich hier noch dazu, natürlich Griechenland. Das sind ja nur Stichworte dafür. Und heute Abend. Und jetzt gehen wir ins Denken. Und dazu muss ich mal kurz schauen. Ja, habe ich noch mal ein Bild. Es kann sein, dass das, da brauchen wir wahrscheinlich nicht so viel Dunkelheit. Das geht so, genau. Da gehen wir jetzt noch weiter zurück als Ägypten. Und wenn man jetzt hoffe ich, dass ihr nicht direkt seht, was da zu sehen ist, auf diesem Felsen. Eine Petroglyphe, also eine
Felsritzerei. Eine Löwin. Sieht man das? Eine Löwin. Und man nennt ja solche Abbildungen, und die ganze Höhlenmalerei wird zum Teil so genannt in der Anthropologie, die Schule der Eiszeit. Die Schule der Eiszeit. Dieser Moment, wo jetzt erstmals etwas zum Bild wird. Man sieht den Löwen draußen und mit einmal sieht man ihn jetzt im Bild. Und für uns, wir sind im Bildlesen so geübt, dass es uns wir diesen Moment leider fast nie haben. Und jetzt hoffe ich, ihr kennt dieses Bild nicht, was ich jetzt hier zeige. Man sieht da eine Mauer. Aber auf diesem Bild ist noch mehr zu sehen. Und es ist ein Beispiel, wo wir nochmal, man kann sagen, kurz in einen ägyptischen oder vorägyptischen Erkenntniszustand kommen. Auf dieser Mauer ist nämlich noch was anderes zu sehen, aber es kann sein, dass das niemand von Ihnen, von euch im Saal sieht. Da ist etwas, was mit Stein nichts zu tun hat. Aber ich sehe kaum jetzt irgendwie schmunzelnde Gesichter, das ist super, das heißt, das erkennt niemand. Was ist da zu sehen, was nicht Stein ist? Nein, ist kein Tier. Ich erlaube mir jetzt, weil wir nicht die Zeit ganz dazu haben, schnell zu machen, eine Zigarre. Da ist eine Zigarre drin, die steckte, die war eben auch zu sehen, aber niemand hat sie gesehen. Und der amerikanische Anthroposoph Art Science beschreibt auch ein schönes Beispiel in seinem Buch von der Geschichte des Lichtes, dass Entwicklungshelfer im Amazonasbecken sind und die haben da einen Brunnen gebaut und da haben ihm die Mütter so von dem Stamm dort geholfen und dann haben sie am Schluss mit einer Polaroid-Kamera Fotos der Kinder gemacht und die den Müttern zu geben. Und dann hat eine Mutter das Bild von ihrem Kind vor sich, das Foto, und sagt, Mensch, schöne Farben, schöne Farben. Sie hat nicht das Kind erkannt. Das, was so schlafwandlerisch schnell in unserer Seele geschieht, dass wir fortwährend Zeichen buchstabieren können, Bilder lesen können. Es gibt den Zustand der Seele, wo sie in diesem Zustand noch nicht drin ist. Und das ist Ägypten. Vorstellen, die Welt im Einzelnen vorzustellen, lesen zu lernen. Ein erstes, das erwachende Denken, also das einzelne Denken, so schreibe ich es mal. Und hier, das ist, ihr wart also hier nicht mal ägyptisch, weil ihr das Einzelne, die Zigarre, nicht habt denken können, nicht sehen können. Aber das sind wir sonst natürlich so geübt. Ja, wir können wieder mehr Licht machen. Das war das letzte Bild. Das ist also hier jetzt, wenn wir die Denkseite anschauen, ja, dann können wir sagen hier, ja, wie schreibe ich, das Einzelne vorstellen oder denken. Das ist ägyptisch. Und vielleicht noch doch, um uns da in dieses Gefühl reinzubringen, hat unser Freund hier aus Stuttgart, Frank Teichmann, in seinem Buch über die Empfindungsseele ja ein Beispiel abgedruckt davon. Das hat Herodot überliefert, wo es eine medizinische Beschreibung ist, was man machen soll, wenn man jemand mit einer Erkrankung vorfindet. Und zwar mit einer, nicht Erkrankung, mit einer Verletzung, mit einer Kopfverletzung. Das bringt uns ein wenig in dieses Erkenntnis, diese Stimmung, diese ägyptische Erkenntnisstimmung. Wo fange ich da an? Einen Moment, hier. Kunde über eine, ich habe immer leider ein bisschen drastische Beispiele, stelle ich gerade fest, das bitte ich also zu entschuldigen. Kunde über eine Klaffwunde am Kopf, die bis zum Knochen reicht.
Wenn du einen Mann untersuchst mit einer Klaffwunde an seinem Kopf, die bis zum Knochen reicht, dann sollst du deine Hand auf ihn legen, dann sollst du seine Wunde abtasten. Wenn du seinen Schädel findest, der in dem nichts vorhanden ist, wie ein Spalt oder so, dann sagst du dir, da ist einer mit einer Klaffwunde an seinem Kopf, eine Krankheit, die ich behandeln werde. Und dann wird beschrieben, wie man das mit Kräutern und frischem Fleisch und so weiter verbindet. Dritter Fall, Kunde über eine Klaffwunde an einem Kopf, die bis zum Knochen reicht, durchlöchert ist der Schädel. Wenn du einen Mann untersuchst mit einer Klaffwunde an seinem Kopf, die bis zum Knochen reicht, durchlöchert ist der Schädel, dann sollst du seine Wunde abtasten. Und findest du ihn, indem er nicht auf einen Schultern und seine Brust blicken kann, er leidet an Versteifung, dann musst du dir sagen, da ist einer mit einer Klaffwunde am Kopf und so weiter, wird wieder beschrieben. Und vielleicht erspare ich uns das, das geht jetzt so über 20, 30 Fälle, immer gesteigert weiter. Dieser Zauber des Menschlichen, das Einzelne sehen zu können, das Neue sehen zu können. Wie habe ich mich als Kind gefragt, wo guckt der Hund denn hin, wenn der aus dem Fenster guckt? Er sieht immer nur das Bekannte. Und wir schon als kleines Kind fangen an zu zeigen, da, da, da. Das Einzelne herausholen, das Erwachen des Denkens, das ist Ägypten, das ist die Empfindungsseele. Tja, und dann geht es weiter. Und dann kommen wir nach Griechenland. Und was feiert da das Denken jetzt? Wenn zum Beispiel Thales, der Philosoph Thales, nach Ägypten kommt und dort am Fuß der Pyramide einen Tempeldiener fragt, wie hoch ist die Pyramide? Und der Tempeldiener wird gesagt haben, das ist Geheimwissen. Und die Überlieferung, die Legende sagt, ja, da war der Schatten der Pyramide. Und Thales schaut auf den Schatten seines Stockes, den er bei sich hat. Und wir sagen, der Stock ist 1 Meter hoch und hat dann 2 Meter Schatten. Und er läuft die Pyramide, den Schatten der Pyramide ab 300 Meter. Und das, was wir heute in der 6. Klasse lernen als Strahlensatz, das rechnet Thales. 300 Meter hier der Schatten, 2 Meter bei dem Stock, 2:1. Und dann ist die Pyramide 150 Meter hoch. Und es heißt, der Tempeldiener sei vor dieser Gedankenleistung in Ohnmacht gefallen. Das Denken, das jetzt ins Allgemeine greift, ins Gesetz. Und dann kommen die großen Philosophen. Alles ist aus dem Wasser, alles ist aus dem Feuer. Also nicht mehr das einzelne Denken, sondern das Gesetzdenken. Und von Georg Klöckler habe ich dieses nette Beispiel aus einer Schulklasse, wo eine Schülerin sagt, 7 mal 7 ist immer 8 mal 6 plus 1. 7 mal 7 ist immer 8 mal 6 plus 1. Warum sagt sie immer? Ja, 7 mal 7, 49, 8 mal 6, 48 plus 1. Warum sagt sie immer? Ja, weil 6 mal 6 immer 7 mal 5 plus 1 ist. Und dahinter verbergen sich ja die ach so schrecklichen binomischen Formeln. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, wie man das weiter rechnen kann. Das Erwachen zum Gesetz, das Gesetz erkennen, das Allgemeine erkennen, die Gesetzmäßigkeit erkennen. Und so wie wir hier hatten, dass uns das herausreißt aus der göttlichen Fügung, wenn der Wille der einzelnen Gedanken führt, ist es hier genauso. Wo wir das Gesetz fassen, gibt es keine Götter mehr. Jetzt ist das Gesetz da, jetzt werde ich frei. Wo ich das Gesetz finde, das ist eine Befreiung. Eine Befreiung, möchte ich mal sagen, in dessen Folgen dann, ja, bis die Klimakrise, all das steht. Denn das
ja, befreit uns, das lässt dann diesen Satz, macht euch die Welt zu Untertan, ja, in seiner ganzen Verdrehung ergreifen. Das Gesetzdenken. Ja, und was ist hier heute? Wie ist das heute mit dem Denken? Wie ist es heute mit dem Denken? Ja, natürlich, wir brauchen das, das Einzelne finden. Aber wie ist es heute mit dem Denken? Wo sind wir heute im Denken, Zeitgenössin, Zeitgenosse? Ja, wir feiern jetzt in diesen Jahren 100 Jahre, und nächsten Jahren 100 Jahre Konferenz von Kopenhagen, 100 Jahre Quantenphysik. Diese Entdeckung, dass im Kleinsten eine Lehre für uns bereitsteht, eine Erkenntnis für uns bereitsteht, die sich dann lohnt, aufs ganze Leben ja zu übertragen. Diese Lehre der Quantenphysik, die Niels Bohr, der Vater der Quantenphysik oder der Großvater der Quantenphysik, ja dann so formuliert, dass er sagt, wenn etwas wahr ist, ist das Gegenteil auch wahr. Das ist das, der Unterschied von richtig und wahr. Das Gegenteil von richtig ist falsch, aber das Gegenteil von wahr ist meistens auch wahr. Und er sagt dann lakonisch dazu, das ist so wie mein Kamin in Kopenhagen. Wenn er da seine Physikerfreunde aus Europa eingeladen hat, dann sagte er, dieser Kamin dient dazu, das Zimmer zu kühlen. Dann sagten die, was? Ja, probiert es aus. Dann haben sie Feuer gemacht bei dem Kamin und der ganze Qualm ging ins Zimmer, sie rissen die Fenster auf. Und dann sagt er, seht ihr? Diese Erkenntnis, die man beispielsweise als Lehrer hat, ich unterrichte gerade eine 12. Klasse in Mathematik, wo man dann spürt, jetzt ist überhaupt nicht klar, wer hier wen unterrichtet. Oder ist es ganz klar, jetzt unterrichten mich die Schülerinnen und Schüler. Wo wir fortwährend bemerken, wie wir Gedanken drehen können, die Widersprüchlichkeit lernen sollten anzunehmen. Also zum Beispiel diese Widersprüchlichkeit, dass es ja richtig ist, die Welt wird immer gerechter, das ist so. Es gibt so viele Studien, die zeigen auch, die Gewalt nimmt ab, die Welt wird gerechter. Und zugleich wird sie immer ungerechter. Die Welt wird immer übersichtlicher. Man kann mit einer kleinen Scheckkarte in der ganzen Welt bezahlen. Man kann mit englischer Sprache in den letzten Winkel dieser Erde reisen und wird verstanden. Also da ist die Welt ganz einfach geworden. Und gleichzeitig, wenn wir an die Bürokratie denken, ist sie wahnsinnig kompliziert geworden. Beide haben recht. Und daraus entsteht so viel Streit. Und die Corona-Zeit bringt das auf die Spitze, dass jeder und jede, der da nicht in der Lage ist, zu sagen, das ist widersprüchlich, voller Widersprüche. Wenn das eine richtig ist, ist das andere auch irgendwo wahr. Ja. Gerät in den Streit und führt sich in Abseits. Also ein Denken heute, das nicht mehr nach dem Gesetz fragt, sondern lernt, nicht nur Widersprüche als ein Übel zu verstehen, sondern willkommen zu heißen. Und Hegel sagt schon vor 200 Jahren, mit den Widersprüchen, wer die Widersprüche aufhebt, und das will dieses Denken, denn es will das Gesetz, da darf es keine Widersprüche geben. Wer die Widersprüche aufhebt, hebt das Leben auf. Das heißt, ein Denken, was mit dem Leben rechnet, was das Leben nicht zurückdrängt. Denn wenn du das Gesetz willst, musst du alles irgendwie doch irgendwann töten, um es zu verstehen. Wenn es im Leben bleiben soll oder noch lebendiger werden soll, dann heißt das, dass ich die Widersprüche annehme und sogar sie willkommen heiße. Denken, also die Widersprüche denken lernen. Ja, bisschen humorvoll ist das bei in einem Film von Woody Allen. Da unterhalten sich zwei Philosophen, zwei Kosmologen.
Ja, fragt der eine den anderen, gibt es eine Ordnung im Kosmos? Gibt es eine Gesetzlichkeit, eine Ordnungskraft, die wirkt im Kosmos? Und der andere schaut ihn mit großen Augen an und nickt und sagt, ja, aber es hält sich niemand dran. Es hält sich niemand dran. Ja, ein Denken zu entwickeln, was die Widersprüche bejaht. Was diese Gegensätzlichkeit, die uns das Innerste der Materie dann mit der Dualität des Lichtes beispielsweise ja lernen lässt, dass wir die als Prinzip mehr und mehr verstehen lernen. Und so haben wir jetzt diese neuen Felder gefüllt, wirklich mit breitem Pinselstrich gezeichnet. Ein Denken, ein Fühlen und Wollen, was beheimatet ist in der Gemeinschaft. Der Wille, der einem höheren Willen folgt, das Gefühl, was atmet eins zu eins mit der Welt und darin lernt man Einzelnes zu denken. Das Denken, das läuft voraus, kann man sagen. Und während wir uns dann hier lösen, trennen, der Wille, der jetzt dem einzelnen Gedanken folgt, die Gefühle, die sich ordnen, die Seele, die sich ordnet, ja, da werden wir immer mehr, wenn ich es geometrisch zeige, von einem Kreis, der wir hier sind, zu einem Punkt. Das, was man manchmal das Glück hat bei kleinen Kindern, ich möchte mal sagen, 2¼ Jahre, wo sie schon gut verstehen, was man fragt, und das spiegeln können, wenn man dann fragt, wo bist du? Und sie dann sagen, hier. Und dann dauert es nur ein paar Monate. Und man fragt nochmal. Und sie sagen, hier. Da wird in dieser Leiberfahrung das vorweggenommen. Wir werden von diesem Sphärischen in Denken, Fühlen und Wollen, ja, zum Punkt. Vom Kreis zum Punkt. Und der lässt uns frei werden. Der lässt uns aber zugleich aus dem Göttlichen herausgehen, herausfallen. Und heute, dieses Geheimnis der jetzt anthroposophisch formuliert Bewusstseinsseele, die das vereinigt, dass du Punkt und Umkreis bist, bei dir und beim anderen zugleich. Empfänglich, wie es Karl Martin Dietz so schön beschreibt, in diesem Gegensatz von Empfänglichkeit und Produktivität zugleich. Von mir jetzt zu sprechen und gleichzeitig irgendwie zu lesen, wie ist die Stimmung im Saal. Das ist dann immer ein Gespräch, wenn ich zwischen Punkt und Umkreis spiele. Das Gespräch, was sich hier im Willen abspielt, zwischen das, was ich als inneren Gedanken habe und jetzt wahrnehme. Im Gefühl, wo ich diese Leere, diese Wüste ertrage, dass kein Gefühl sich meldet, aber jetzt immer wieder so ein modernes Bild befrage und mit einem Mal beginnt ein neues Gefühl zu wachsen. Hat nicht dieses Feuer eines alten Gefühles, aber es hat innere Glut, es ist neu. Und auch hier, die Widersprüche im Denken fortwährend in einem Gespräch sein. Und dieser Gegensatz von Punkt und Umkreis, der ist das geometrische Bild für dieses Gespräch. Die Seele, die also, kann sagen, ja, vielleicht drücke ich es so aus, erst heute Seele wird, wenn sie im Gespräch ist. Davor haben wir keine Seele, ich drücke es mal so radikal aus. Solange wir nicht in dieses dialogischen Momentum sind, mit uns selbst, mit der Welt, mit dem anderen, ist die Seele gar nicht da. Die Bewusstseinsseele, die, man kann sagen, wirklich die Beseelung, sich erst beseelt im Gespräch mit sich selbst.
Wir sagen manchmal, ja, das Authentische sei so wichtig, sei echt. Wenn wir genau prüfen, was interessiert uns am anderen Menschen, dann doch immer, wie er mit sich im Gespräch ist. Wie er mit sich im Gespräch ist. Das macht uns so menschlich. Und das ist dieser Zaubermoment, würde ich sagen, jetzt in unserer Zeit, dass wir in dieses Gespräch der Seele mit sich, mit der Welt und mit dem anderen ankommen. Und schließen möchte ich mit dem Gedanken dazu, dass im 20. Jahrhundert Anthroposophie ganz gut war. Aber jetzt im 21. Jahrhundert wird sie in einer Weise nötig, wie wir es, glaube ich, noch nicht uns vorstellen können. Oder wie ich es mir jedenfalls noch nicht vorstellen kann. Und wie wenn jetzt gegenwärtig so auch auf anthroposophischen Unternehmungen und anthroposophischen Verzerrungen, auch darf man ja sagen, die haben wir ja draufgehauen wird medial, dann ist das vielleicht auch, darf man das mal so nehmen, Ausdruck dieser Erwartungshaltung. Hier ist ein Beitrag zu geben. Nein, das klingt jetzt so, nein, so will ich es nicht sagen. Aber hier ist ein, können wir einen Schatz mithelfen zu heben. Wie die Seele lernt, in dieses Gespräch zu gehen, um neues Gefühlsleben in sich zu schöpfen, um im Gespräch von Wahrnehmung und Idee einen inneren Willen zu finden und in dieses Gespräch so einzutreten, dass wir feststellen, wir verstehen das Leben dann, wenn das Denken selbst lebendig wird. Und das heißt, wir die Widersprüche aufnehmen, mit den Widersprüchen leben. Mit den Widersprüchen leben lernen. Also insofern würde ich sagen, diese Topographie der Seele möchte ich mit einem Wort zusammenfassen, als einen Ruf der Seele oder das, was die Seele beseelt, das Gespräch. Was die Seele beseelt, ist das Gespräch. Und dann wird uns verständlich ein Satz des Schweizer Künstlers Giacometti, wenn er sagt, ich würde meine ganze Kunst aufgeben für ein gutes Gespräch. Ich würde meine gesamte Kunst aufgeben für ein gutes Gespräch. Ja, und das wünsche ich euch von Herzen.